Mein Name. Ja, ich bin Andreas Krüger und habe mich mit den in den vergangenen Jahren mit der Entwicklung des Moritzplatzes beschäftigt. Und jetzt geht es in andere Quartiere in Berlin und anderswo. Ja, was gilt es in Berlin zu schützen für die Raumfragen? Ich glaube, dass es wichtig ist, die öffentlichen Räume und die gewachsenen Strukturen in einigen Stadtteilen und Kiezen vor allen Dingen ganz aktiv zu betrachten und denen Gehör zu verschaffen und dort ein Gremium eigentlich einzusetzen, wohin die Leute sich wenden können, wenn sie von Verdrängung bedroht sind. Das ist ganz wichtig und zwar nicht nur im Bereich Wohnen und auch nicht nur im Bereich der Minderheiten oder derjenigen, die vielleicht wenig sich Gehör verschaffen können, sondern auch Gewerbe, Kunst, Kultur, alles, was man sich vorstellen kann, weil das geht uns alle an. Der zweite Punkt ist, was gilt es zu erkämpfen? Ich glaube, dass im politischen Geschehen, wenn es darum geht, eine Stadt zu entwickeln, viel mehr über Grenzen hinaus gedacht werden muss, interdisziplinär. Wir sehen das auch in Berlin nach wie vor, es ist besser geworden, aber nach wie vor sind die Verantwortlichen in den jeweiligen Senatsverwaltungen, aber auch in den Bezirken, aber auch in den politischen Parteien noch nicht miteinander so verzahnt wie die Zivilgesellschaft. Es gibt eine unglaubliche Anzahl und Plattformen von zivilgesellschaftlichen Engagements und Initiativen und Vereinen und Stiftungen, die viel, viel weiter sind und die wirklich beherzigen diesen Spruch, Man is 21st Century. Wir sind nicht mehr im 20., auch nicht mehr im 19. Jahrhundert, wenn es darum geht, eine Stadt zu entwickeln, sondern es ist viel, viel weiter und man könnte sich dieser Kraft bedienen. Abschaffen. Abschaffen ist, meiner Meinung nach, sollte man die Vergabepolitik von Räumen in der Stadt, die sehr, sehr starr immer noch verläuft, häufig entlang von Höchstgeboten, Absurditäten. Eine Immobilie des Bundes wird höchstbietend verkauft an den Senat von Berlin, der es weitergibt an einen Bezirk oder einen sozialen oder kulturellen Träger. Da wird überall an unnötiger Stelle in der öffentlichen Hand werden die Dinge weitergegeben. Ich glaube, dass es wichtig ist, inhaltsbezogen zu arbeiten. Welche Nutzung brauchen wir wo in der Stadt? Nehmen wir Nutzungsmischungen, nehmen wir die ernst oder reden wir nur darüber und versuchen es trotzdem höchstbietend zu verscherbeln? Und ich glaube auch, dass man so etwas wie Gremien, die hinter verschlossenen Türen Raumvergaben verhandeln, auch abschaffen sollte und sie komplett öffentlich machen sollte. Ich glaube, dass diese Urban Republic-Idee, dass man das öffnet, transparent macht und für Leute zugänglich macht, ich glaube, dass das eine sehr gute Idee ist und dass dem die Zukunft gehört.